Hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 2. Ja, in der letzten Folge haben wir mit unserem super netten, glatzköpfigen Mitpassagier gesprochen und der wollte uns für eine Reise begeistern. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Wahrscheinlich basteln, aber wir schauen uns erstmal die Wahrzeichen an. Einige der berühmtesten Wahrzeichen Europas, auch wenn der Wiedererkennungswert bei den meisten eher gering ist. Naja, ich meine, das scheint ja irgendwie ein großes Stadion oder sowas zu sein. Könnte vielleicht sowas wie der Eiffelturm oder so sein? Keine Ahnung. Einige der berühmtesten Wahrzeichen Europas. Achso, das sagt sie alles das Gleiche. Einige hier? Der Okay. Sonst haben wir nichts mehr. Haben wir nur eins. Okay. Dann würde ich sagen, Bastelstunde. Ich weiß noch nicht, was wir basteln sollen oder was wir dafür nehmen sollen. Die CD hatten wir ja schon mal probiert, ne? Die können wir ja mit nichts irgendwie. Mit nichts. Achso, die Alufolie haben wir neu, genau. Alukartoffeln. Ja. Warum auch nicht? In Alufolie gewickelte Marzipankartoffeln. Und falls jemand fragen sollte, ja, das macht Sinn. Ja, natürlich. Kann man das dann irgendwie noch... Irgendwas fehlt noch, sonst hat die Konstruktion wenig Sinn. Irgendwas fehlt noch? Achso, nee, den wollte ich jetzt nicht nehmen. Was ist denn mit dem Magazin? Muss man da was ausschneiden und das dann eventuell mit den Zahnstochern verbinden oder so? Also die Zahnstocher, denke ich mir mal, müssten wir doch eigentlich jetzt benutzen können für irgendwas. Mit der Alufolie? Halt, stopp. Alustocher. Ja, warum auch nicht? Sollen wir unser, obwohl, naja, wenn wir unser Sonnensystem nachbauen, das ist ja kein Wahrzeichen. Machen irgendwie einen leicht außerirdischen Eindruck. Ja, ne, deswegen... Mein Ticket zu einer potenziellen Traumreise. Ich baue das Atomium nach. Ach so. Das schaffen selbst so bastelmäßig völlig unbegabte Leute wie ich. Wenn ich damit keinen Preis gewinne, dann weiß ich aber auch nicht. Okay. Das war jetzt einfacher, als ich dachte. Hier ist mein Beitrag. Kann ich jetzt diese großartige Reise gewinnen? Das Atomium. Na, da haben Sie sich aber wirklich das leichteste aller möglichen Wahrzeichen ausgesucht. Hey, machen Sie mein Kunstwerk nicht schlecht. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ist ja gut. Auch solche Beiträge haben eine Chance, unsere tolle Reise zu gewinnen. Hier, diese Kugel bringen Sie bitte zur Verlosung im nächsten Hafen mit. Und mit etwas Glück... Sitze ich bald im Bus zwischen Leuten mit Fußgeruch und schreienden Kindern. Ich freue mich schon. Sie müssen die Reise nicht gewinnen, wenn Sie nicht wollen. Doch, Entschuldigung. Bin gerade wohl einfach nicht so gut drauf. Das hier sollte eigentlich auch schon Urlaub sein, aber vielleicht habe ich ja beim nächsten Mal mehr Glück. Die 27. Okay, was bringt uns jetzt die Kugel 27? Also außer, dass es eine Lottokugel ist. Eine Lottokugel von der Größe eines Tischtennisballs. Da steht die Nummer 27 drauf. Vielleicht gewinne ich damit ja wirklich eine Reise. Okay. Können wir natürlich jetzt aktuell nicht benutzen, ne? Ich frage mich immer noch, wofür wir jetzt diese Zeitung hier mitgenommen haben. Ich meine, der Typ will die Zeitung nicht. Warte mal. Ein leerer Rahmen. Entweder hing hier mal ein Bild oder es soll noch eins rein. Kann man das mitnehmen? Kann man nicht mitnehmen. Kann man das reintun? Aber das wäre zu auffällig, oder? Mit der ganzen Schrift? Wenn ich das Cover richtig falte, sieht man die Schrift nicht mehr. Jetzt könnte man es glatt für ein richtiges Foto halten. Okay, die Frage ist, bringt uns das jetzt irgendwas bei dem Typen? Weil wir können das ja... probieren, ob wir das abnehmen können. Können wir nicht abnehmen, können wir nur angucken. Als ob George Rooney jemals so ein Schiff betreten würde. Aber die Leute glauben auch, dass man von zuckerfreier Sahnetorte nicht dick wird. Insofern... Bringt uns das jetzt was bei dem Typen? Ich bin mir nicht sicher. Hallo, Herr Lee. Hallo, Frau Kalenko. Anscheinend. Wissen Sie eigentlich, dass George Rooney an Bord ist? Ja, klar.
in der gleichen Kabine wie der Papst. Sie glauben mir nicht? Natürlich nicht. Der würde so ein Schiff nicht mal für Geld betreten. Wenn Sie sich da mal nicht irren, haben Sie das Foto an der Wand noch nicht gesehen? Welches Foto? Kommen Sie mit, ich zeig's Ihnen. Hier. Das wäre eine Sensation. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber was sollte der hier machen? Nein, das kann nicht sein. Sie wollen mich nur ärgern. Wenn George Rooney an Bord wäre, dann hätte ich das doch schon längst bemerkt. Und man würde ihn ja auch wohl kaum einfach so ohne Leibwächter... Er ist natürlich inkognito unterwegs, das ist ja klar. Und wozu sollte er das tun? Er könnte sich jederzeit ein viel schöneres und größeres Schiff kaufen. Er zweifelt noch, aber mit etwas Überzeugungsarbeit könnte ich ihn dazu bringen, ein Foto von diesem falschen Arzt zu machen. Damit hätte ich dann den Beweis, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Die neue Serie heißt, Emergency Boat. Dafür muss Herr Rooney eine Woche lang inkognito auf einem kleinen Boot als Arzt mitarbeiten. Nur so kann man schließlich den Alltag eines Schiffsarztes wirklich kennenlernen und sich perfekt in seine Rolle hineinversetzen. Klingt logisch. Klingt aber auch immer noch zu schön, um wahr zu sein. Kommen Sie einfach mit. Ich weiß sogar, in welcher Kabine er ist. Ich kann kaum was sehen. Das soll wirklich George Rooney sein? Wenn ich es Ihnen doch sage. Jetzt können Sie Ihr Foto machen und damit zum absoluten Star unter den Promi-Fotografen aufsteigen. Ich möchte aber auch ein Bild haben. So bringt mir das nichts. Auf dem Foto wäre ja außer dem Rücken nichts zu sehen. Da hat er wohl recht. Ich müsste es irgendwie schaffen, dass man etwas mehr von ihm zu Gesicht bekommt. Ernsthaft? Ernsthaft? Schauen wir mal. Also, ich muss seine Aufmerksamkeit... War das jetzt... Das war die Nummer 5, ne? Da drin befindet sich dieser Kerl mit der Perücke. Ob es nun wirklich der Schiffsarzt oder jemand anderes ist, er hat irgendwas zu verbergen. Ich muss den Kapitän davon überzeugen, dass hier etwas nicht stimmt. Ja, die Frage ist jetzt nur... Wie sollen wir seine Aufmerksamkeit erreichen? Vielleicht mit der Lottokugel mal dagegen knallen oder so? Ich weiß es nicht. Moment, ich versuche jetzt mal. Einfach. Mit dem schönen Wetter scheint es vorbei zu sein. Da braut sich mächtig was zusammen. Oha. Nee, das geht nicht. Fremde Kabine, diese Perücke und dann die Kampfszene gestern Nacht. Auch wenn sich der Kapitän scheinbar um nichts anderes kümmern kann, als imaginären Eisbergen auszuweichen. Wenn ich ihm einen eindeutigen Beweis liefere, dass hier etwas Seltsames vor sich geht, wird er sich dem kaum noch verschließen können. Ja, die Frage ist nur, was mit dem Kapitän ist. Okay, kann ich hier nicht benutzen. Was mit dem Kapitän ist, ob der auch dazugehört oder... Ich mich jetzt erschrocken. Ob er auch dazugehört, also davon Kenntnis hat oder ob er wirklich nichts von der ganzen Sache weiß, das wollte ich eigentlich gesagt haben. Mein Gott, jetzt hat der Typ hier auch noch Kopfhörer auf. Kann man mit dem reden oder hört der jetzt nichts? Warum haben Sie denn jetzt auch noch den Posten des Barkeepers eingenommen? So. Waren Sie als Portier nicht ausgelastet? Doch, mehr als ausreichend. Aber was soll ich machen? Besondere Umstände erfordern nun mal besondere Maßnahmen. Ach, wem sagen Sie das? Wo ist denn Ihr Kollege? Eine gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Und wenn ich ihn treffe, dann kann er sich auf einiges gefasst machen. Die Frage ist, hat das Verschwinden des Barkeepers zu bedeuten, dass er was mit den Geschehnissen des gestrigen Tages zu tun hat? Und wenn ja, ist er Opfer oder Täter? Ich sollte auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten, damit ich nicht die Nächste bin, um die man sich Sorgen machen muss. Okay, also es kann sein, dass der Typ jetzt in der Kabine sitzt, aber es kann natürlich auch sein, dass das wirklich der Arzt in Anführungszeichen ist und der von Anfang an eine Perücke getragen hat. Das weiß man jetzt nicht. Wie lange trommelt der kleine Oscar denn schon? Mir kommt es wie eine Ewigkeit vor, aber das mag vermutlich ein sehr subjektiver Eindruck sein. Ja, vermutlich. Können Sie ihn nicht zu einer kleineren oder größeren Pause überreden? Das habe ich bereits versucht, was allerdings ein böser Fehler war. Vermutlich hätte der Bengel längst aufgehört, wenn er nun nicht genau wüsste, dass er mich damit ärgert. Und das lassen Sie sich gefallen?
Er ist der Sohn des Kapitäns. Verstehe. Aber vielleicht schaffen Sie es ja. Meine ewige Dankbarkeit wäre Ihnen gewiss. Ich will nichts versprechen, aber ich kann's ja mal versuchen. Okay. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der gehört zu dieser Tussi, die jetzt da ermordet worden ist. Also mutmaßlich ermordet worden ist. Lohnt sich das Öffnen der Bar eigentlich? Ist ja nicht besonders viel los. Genau genommen ist hier rein gar nichts los. Aber das ist bei dem Krach ja auch kein Wunder. Wer möchte sich schon freiwillig stundenlang unrhythmisches Trommeln anhören? Aber solange keine Gäste da sind, kann ich dem Krach wenigstens mittels meines MP3-Spielers entgehen. Ich bin erstmal wieder weg. Sollte mir der eigentliche Barkeeper über den Weg laufen, dann schicke ich ihn sofort zu Ihnen, okay? Ich wäre Ihnen sehr verbunden. Na gut, das heißt, wir müssen wahrscheinlich dafür sorgen, dass der Kleine aufhört zu trommeln. Ich nehme dir jetzt deine Trommeln. Schöne Trommeln hast du da. Das sind Bongos. Oh, entschuldige, wie konnte ich nur? Kein Problem. Du machst einen ganz schönen Lärm mit den Dingern. Kannst du dir nicht eine andere Beschäftigung suchen? Doch, klar. Welche? Na, Tischtennis zum Beispiel. Hab ich ja vorher gespielt. Aber dann ist mir der letzte Ball ins Meer gefallen. Oh, na, wie wär's dann mit Schwimmen? Nö, ist total langweilig. Ja, dann, wie wär's mit Lesen? Noch langweiliger. Ich sehe schon, es wird nicht leicht, dich dazu zu bringen, mit dem Trommeln aufzuhören. Stimmt, das wird es ganz sicher nicht. Keine Sorge, mir fällt schon was ein. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Rotzlöffel. Ich mag ihn, aber an dem Prädikat Rotzlöffel kommt man kaum vorbei. Ja, auch wenn Best Boy draufsteht auf dem T-Shirt. Der Barkeeper hat mir erzählt, dass du mit deinem Krach alle Gäste vertrieben hast. Meinst du nicht, du solltest allmählich mal aufhören? Nein! Man kann ihm viel vorwerfen, aber zumindest vertritt er seine Standpunkte klar und deutlich. Ich überlasse dich und dieses Deck dann mal wieder dem gnadenlosen Lärm. Juhu! Ja, wir sind begeistert. Hier ist auch keiner mehr. Sonnenliege. Benutzen? Eigentlich hatte ich mir die Überfahrt so vorgestellt. Einfach nur im Liegestuhl rumgammeln. Stattdessen plage ich mich mal wieder mit allen möglichen und unmöglichen Problemen rum. Sieht bequem aus. Ja, ne? Geh doch mal einfach hin. Ja. Können wir da die Alufolie vielleicht drauf machen? Ich weiß ja nicht, wofür wir die Alufolie noch alles brauchen können. Socken? Keine Ahnung. Ja, sonst ist hier aber auch nichts Neues dazugekommen, ne? Oben, das haben wir alles schon probiert. Wir haben nichts, wo wir irgendwie Wasser für brauchen. Oh ja, ist ja gut. gut. Oder auch nicht. Ich soll ihn vom Trommeln abhalten. Ich soll ihm quasi ein neues Hobby besorgen. Oder? Moment, er ist der Sohn vom Captain. Können wir mit ihm vielleicht sprechen? Bin ich mal gespannt. Oder vielleicht können wir ihr noch irgendwas geben. Hallo, ich wollte nur mal hören, ob alles in Ordnung ist. Ja, danke der Nachfrage. Aber damit das auch so bleibt, muss ich mich jetzt wieder um das Schiff kümmern. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich hab da eine Idee. Ich weiß nur nicht, ob wir die noch brauchen. Aber... Er hat ja gesagt, sein letzter Ball ist weg. Was ist denn mit der Lottokugel? Oskar, du wolltest doch Tischtennis spielen, oder? Geht doch nicht. Mein Ball ist doch über Bord gegangen. Ich habe hier einen, nun ja, nahezu vollwertigen Ersatz. Cool, danke. Was soll denn die Nummer da drauf? Das ist ein ganz besonderer Tischtennisball. Mehr verrate ich nicht. Und es ist eine weitere Gelegenheit für einen schönen Urlaub, die den Bach runtergeht. Prima, danke schön. Ich gehe gleich runter und hol meinen Schläger. Zur Sicherheit stecke ich die Bongos lieber ein. Ein paar Stunden Pause von diesem Lärm kann nicht schaden. Ja, perfekt. Frage ist jetzt, kann ich mir den mal ausleihen hier? Kann ich mir den mal ausleihen? Sie haben dafür gesorgt, dass hier an Deck wieder herrliche Ruhe herrscht. Das ist ja wohl das Mindeste, was ich für Sie tun kann. Heißt das ja? Ja. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich meinte mit Ausleihen eigentlich was anderes, aber so ist es noch besser. Können wir dann noch mal mit ihm reden? Ist der Barkeeper immer noch nicht wieder aufgetaucht? Nein, leider nicht. Sollte er Ihnen zufällig über den Weg laufen, schicken Sie ihn bitte zu mir. Klar, mach ich. Schön ruhig hier, nicht wahr? Ja, wie haben Sie das bloß gemacht? Berufsgeheimnis. Wie schade. Ich wüsste zu gerne, wie ich mir solche Späße des Jungen in Zukunft ersparen könnte. Ja, der Kleine hat's faustdick hinter den Ohren. Aber ich mag ihn trotzdem. Oder vielleicht sogar gerade deswegen. Ich schätze vor allem die Ruhe. Vielen Dank. Sie haben mir wirklich einen großen Gefallen getan. Und meine drastisch beschleunigte Alterung zumindest kurzfristig wieder auf ein normales Niveau gebracht. Ja, die Ruhe schätze ich auch. Ich bin erstmal wieder weg. Sollte mir der eigentliche Barkeeper über den Weg laufen, dann schicke ich ihn sofort zu Ihnen, okay? Ich wäre Ihnen sehr verbunden. Okay, perfekt. Dann haben wir jetzt einen MP3-Player und... Moment. Ich habe da so eine Ahnung. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Der ist ja jetzt unten. Der ist ja jetzt nicht da. Ah, er hat sich jetzt umgedreht. Hallo, Herr Lee. Hallo, Frau Kalenko. So, jetzt müsste das mit dem Foto klappen. Wirklich? Das wäre großartig. Dann kommen Sie schnell. Ja, jetzt klappt es. Aber viel Ähnlichkeit mit George Rooney hat er nicht gerade. Sind Sie sicher? Er hat sich natürlich verkleidet, damit ihn nicht jeder sofort erkennt. Sonst könnte er sich ja nicht in Ruhe auf seine Rolle vorbereiten. Klingt logisch. Jetzt noch eines für Sie. Das haben Sie sich verdient. Hier, für Sie. Sie können sich gar nicht vorstellen, was für eine Freude Sie mir gemacht haben. Das ist einer der großartigsten Tage meines Lebens. Vielen herzlichen Dank. Gern geschehen und vielen Dank für das Foto. Ja, also wenn mich nicht alles täuscht, ist das der Barkeeper gewesen. Aber ich weiß halt nicht, ob er vorher eventuell auch der Arzt war oder so. Keine Ahnung. Was ich jetzt nur irgendwie seltsam finde, dass wir beide vor diesem Bullauge stehen, diesen riesigen Bullauge, er dann auch noch zwei Fotos macht und kein Schwein das mitbekommt. Also der Typ drin, der hat ja so gar nichts irgendwie, naja. Bongos. Ich kann die spielen, oder was? Nee, ich wollte gerade sagen. Das Foto von diesem Typen, der sich als Arzt verkleidet hat. Ja. Das nehmen wir jetzt mit. Die Frage ist, nehmen wir das Mikrofon? Nicht das Mikrofon. Die können wir gar nicht mehr auseinanderpflücken, oder? Ah, doch. Okay. Müssen wir die dann wieder zurückgeben? Ich habe keine Ahnung. Aber wir gehen auf jeden Fall mal zum Chef zurück. Also zum Captain. So, die Frage ist jetzt, muss ich das jetzt hier... Nein. Wahrscheinlich muss ich ihn darauf ansprechen. Ich schon wieder. Hallo. Kann ich was für Sie tun? Ja. Ich habe ein Foto von Ihrem angeblichen Schiffsarzt gemacht. Entweder spielt der Typ gerne Karneval oder wir haben es hier mit einem Betrüger zu tun. Vielleicht auch mit was Schlimmerem. Überzeugt Sie das jetzt? Mein Gott, Sie haben recht. Aber ich verstehe das Ganze nicht. Können Sie mir ein wenig auf die Sprünge helfen? Ich kann's versuchen. Allerdings weiß ich auch nicht übermäßig viel. Die Frage ist nur, sollten wir uns nicht erstmal um den falschen Arzt kümmern? Der kann bestimmt die eine oder andere Frage beantworten. Gute Idee. Kommen Sie. Ich bin mal gespannt, was der Kerl zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Wo ist er denn nun? Krankenstation? Okay, schauen wir mal nach. Frau Jordan? Mein Gott, sie ist tot! Sehen Sie die Striemen am Hals? Sie wurde erwürgt. Was? Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Sie sollten auf alle Fälle die Polizei benachrichtigen, oder? Ja, gute Idee. Und das auf meinem Schiff. Wenn das rauskommt, will doch keiner mehr auf meinem Schiff reisen. Haben Sie sonst keine anderen Sorgen? Hier liegt eine Frau, die offensichtlich ermordet wurde, und Sie machen sich Sorgen ums Geschäft? Sie haben recht. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Muss wohl der Schock sein. Schon gut, aber Sie sollten jetzt wirklich die Polizei rufen. Ja, mach ich. Ich werde sofort einen Funkspruch absetzen und den nächsten Hafen anlaufen lassen. Bitte warten Sie hier und sorgen Sie dafür, dass niemand etwas anfasst.
Kann ich machen, aber beeilen Sie sich bitte. Ich fühle mich neben einer Leiche nicht sonderlich wohl. Die arme Frau Jordan. Wer hat ihr das angetan? Und wieso? Was war das? Das war so Hörte klar. sich an wie Schüsse. Später. Jetzt müssen wir erstmal. Oh mein Gott! Es ist alles wahr! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.